Der Ruhm wie alle Schwindelware hält selten über 1000 Jahre. Zumeist vergeht schon etwas eher die Haltbarkeit und die Couleur. Ein Schmetterling voll Eleganz, genannt der Ritter Schwalbenschwanz, ein Exemplar von erster Güte, begrüßte jede Doldenblüte und holte hier und holte da sich Nektar und Ambrosia. Mitunter machte er sich auch breit in seiner ganzen Herrlichkeit und zeigt den Leuten seine Orden und ist mit Recht berühmt geworden. Die jungen Mädchen fanden dies entzückend goldig, reizend süß, vergeblich schwenkten ihre Mützen die Knaben, um ihn zu besitzen, sogar der Spatz hat zugeschnappt und hätt ihn um ein Haar gehabt. Jetzt aber naht sich ein Student, der seine Winkelzüge kennt. In einem Netz mit engen Maschen tät er den Flüchtigen erhaschen, und da derselbe ohne Tadel, spießt er ihn auf die heiße Nadel. So kam er unter Glas und Rahmen, mit Datum, Jahreszahl und Namen, und bleibt berühmt und unvergessen, bis ihn zuletzt die Motten fressen. Man könnte weinen, wenn man sieht, dass dies das Ende von dem Lied.